Hallo, hallo, ihr Lieben. Es ist immer noch Dienstag und ich habe irgendwas vor den Füßen liegen. Ich weiß nur nicht, was. Eine Pappe. Haben wir erschrocken. Ich dachte, was liegt da jetzt wieder? Ich habe den einen Film gerade, bin dabei, den hochzuladen. Das wird wieder mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Aber ich bekam heute nette Post. Und zwar hatte ich ja für Elfriede. Ups, da fällt was daraus. Da hatte ich so eine kleine Seite gemacht für ihr Poesiealbum und sie war so freundlich und oh, ich habe noch nicht reingeguckt, deswegen bin ich jetzt, wow, meine Güte, was sind das hier alles für tolle Sachen? Wow, sowas habe ich alles gar nicht, glaubt ihr? Irre. Wow, oh, was ist denn hier? Ein kleines Schein für die Wünsche. Liebe Grüße von mir. Mit Liebe handgemacht für dich von. Die hat sogar einen eigenen Stempel. Mit Liebe handgemacht für dich von Elfriede. Was sie für eine schöne, ordentliche Schrift hat. Wow! Schöne Karte, schön mit Blumen. Ich zeige es euch mal. Ist wirklich schön. Also ganz ehrlich, ganz, ganz hübsch. Wo kommt das Herz denn her? Und dann habe ich noch hier. Ein sonniger Mensch auf Erden ist wie die Sonne am Himmel. Wie viel Glück schenkt er der Welt, wie viel Segen den Menschen, wie viel Trost den Herzen. Das sind so schöne Sprüche. Wow. An alle Künstler. Wir alle leben hier in unendlichen Welten, in denen nur die Gesetze der Fantasie gelten. Kunst fließt durch unsere Adern wie Blut, doch sie zu leben fordert sehr viel Mut. Ich habe ihn manchmal, doch häufig fehlt er mir. Dann blicke ich zu euch, bin froh, denn ihr wart hier. So viel Kreativität kann ich bei euch entdecken, weiß dann, brauche mich nicht mehr zu verstecken. Diese Zeilen, die schon lange auf meinem Herzen lagen, mussten raus. Denn ich wollte nur mal Danke sagen. Von Stella vom Meer. Oh, was ist das schön an alle Künstler. Was ist das ein schöner Spruch. Der Garten, das seid ihr. Nehmt eure Bilder, eure Erinnerungen, eure Visionen und ihr werdet niemals ohne Garten sein. Oh, wie sind das schöne Sprüche. Ja, Sprüche lieber. Das ist aber wirklich, richtig toll. Wow, noch so eine... hier ist bestimmt ein Herz rausgefallen. Aber ich denke, das kann ich bestimmt gleich eben wieder ankleben. Da oben fehlt wohl was, siehst du, sehe ich schon. Da sehe ich schon, da fehlt was. Naja, das kann ja passieren, so ein kleines Herz. Was hat sie denn da noch wieder schön? Für die liebe Petra. Manchmal saß ich vor dem Spiegel. Na, du altes Haus. Eigentlich haben wir uns das Leben anders vorgestellt. Dann lachen wir beide. Das ist auch so ein Spiegelpapier. Das Leben ist wie ein Spiegel. Lächelt man hinein, lächelt es zurück. Und mit der süßen Miezi-Katze. Ganz besondere Menschen, wie du einer bist, verdienen es auch ganz viel Glück und Gesundheit zu haben. Ich wünsche es dir und deinem Mann von ganzem Herzen. Ach, das ist aber wirklich sehr, sehr lieb und freundlich. Ach, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ganz ehrlich. Ich kann nur sagen, ich werde das jetzt sofort bei mir in mein schönes Postbuch alles reingeben, damit es alles gut untergebracht ist. So, die Adresse habe ich wieder geschafft, gell? Ich gebe es schon langsam auf. Ich gebe es langsam auf. Wollen wir mal gucken. Da brauchen wir aber eine ganz große Seite dann für diese vielen schönen Dinge. Mal gucken. Ah ja, hier waren wir. Oh ja, hier. Auch schön. Wie mache ich das jetzt? Warte mal. Wir machen das anders. Ich habe mal hier eine Idee, weil diese ganzen Sprüche, und das möchte ich auch alles ganz gerne behalten. Ich schneide mir den Umschlag etwas zurecht und den Rest kann ich dann weggeben. Und muss mal gerade überlegen, wie ich das am besten machen könnte. Das würde ich ganz gerne so alles einkleben. Oh, das wird schwierig. Das ist zu klein. Oder? Ach nö, das geht wohl. Das geht. Das machen wir so. Pass auf, dann kriegst du eine Doppelseite für so viele schöne Sachen. Das kleben wir hier ein. Das kann ja ein kleines bisschen überstehen. Weil die andere Karte so einen dicken Aufbau hat, die kann ich sonst hier nicht gut unterbringen. Machen wir das so, kriegen wir schon hin.
eigenen Stempel. Wo kriegt man? Sag mir mal, wo kriegt man so einen schönen Stempel her? Das würde mich interessieren. Also das wäre wirklich toll, wenn du mir das mal verraten könntest. Ich muss jetzt mal außerhalb kleben. Ich bin hoffentlich nicht wieder mit allem in der Kamera drin. Ach du lieber Gott, da ist nämlich meine Adresse drauf. Die vom Feld. Ja, ich weiß, die meisten haben es schon. Aber es soll ja noch ein paar geben, die sie nicht haben. So, und jetzt kleben wir... Warte mal ganz kurz. Oder... Ich überlege gerade, ob das vielleicht so geht. So würde es auch gehen. Guck mal. Und dann kann ich die ganzen schönen Sprüche hier mit reingeben. Hab alles in Sicherheit. Das wäre doch eigentlich schön. Das Einzige, was ich noch einmal draufklebe, ist deine Adresse. Die zeige ich aber nicht vor. Keine Angst. Nur damit ich weiß. Einen Moment. Das mal eben. Die klebe ich mir hier hinten drauf. Ich habe sie schon irgendwo, aber wenn ich das jetzt nicht dazu schreibe, ich kenne mich, ich habe das dann irgendwann ganz schnell aus meinem kleinen Gehirn wieder raus. So, guck. Da kann ich das so schön zusammen alles aufmachen. Das finde ich sehr nett. Ja, ganz, ganz, ganz lieben Dank dafür. So langsam wird mein Buch aber... Wow, wow, wow. So langsam kriegen wir es nicht mehr zu. Das war die erste Post, die ich heute bekommen habe. Und dann habe ich noch eine Post bekommen und die möchte ich euch auch gerne zeigen. Da bin ich ganz begeistert von. Muss mal gucken, ich habe nur die ersten zwei Seiten, weil gerade mein Auto zurückgebracht wurde und ich konnte gerade nicht so recht gucken. Ich hatte bei der Brigida, die hat auch einen Etsy-Shop, der heißt Kleeblatt Creations. Den werdet ihr ja wohl fast alle kennen, denke ich mir. Und ich habe ja keinen Drucker. Und dann hatte ich diese kleinen Labels. Und da bin ich schon die ganze Zeit hinter so kleinen Labeln. Ja, ich habe die nicht und ich fand die so schön, gerade mit den Zahlen. Die finde ich besonders schön, aber die sind alle schön. Und dann habe ich gedacht, oh schade, jetzt habe ich keinen Drucker. Ne? Dann dachte sie, sie würde was ausdrucken für mich und das fand ich sehr nett. Und gut, ich habe jetzt natürlich nicht diesen, wie sagt man, ich kann das jetzt nicht nochmal ausdrucken, aber ist egal. Ich freue mich jetzt wirklich sehr, dass ich das habe. Ich werde das mal alles, ich guck mal, was die für schöne Sachen hat, nicht? Guck mal hier. Ich werde das jetzt alles in Ruhe. Das ist Summer Labels. Sie hat auch Papiere, aber Papiere brauche ich persönlich nicht unbedingt. Aber die Labels finde ich sehr schön. Und ich finde es sehr nett, dass sie mir das geschickt hat und ausgedruckt hat. Es ist ja doch, es ist ein tolles, festes Papier. Nicht so ein flatteriges Papierchen. Also ich zeige euch die mal gerade alle her. Das war, glaube ich, Summer 1 und Summer 2. Und ich hatte, eins hatte ich doppelt bestellt. Ach, ist egal. Ist jeweils alles einmal da. Und dann gibt es diese, die fand ich sehr schön, die Insektenlabels. Und über die bin ich überhaupt auf sie erst aufmerksam geworden, dass sie so einen Shop hat. Ja, das finde ich super nett, dass ich das jetzt so bekommen konnte. Und ich habe jetzt hier von ihr auch so eine schöne Kleinigkeit hier da drauf. Ach, da steht natürlich noch was hinter. Ich wünsche dir viele kreative Momente damit. Dankeschön. Ich klebe das mal so. Weißt du, da muss natürlich in mein Postbuch rein. Natürlich. Und dann werde ich mir ganz kurz mal eben deine Adresse dazu geben, damit ich die auch mal habe. Denn wenn ich das so einklebe, habe ich da übermorgen schon keine Ahnung mehr, von wem das ist. Naja, doch, bei dir schon, weil du so ein extrem... Und meine Adresse wieder drin. Oh ja, Petra wieder. Guck mal, hier ist noch so ein schönes... Kann ich das irgendwie lospulen? Ich versuche es gerade mal. Einen Moment. Tut mir leid, dass ich jetzt so ein bisschen blöd mich anstelle mit der Kamera, aber die Adresse ist so groß geschrieben, dass sie dann der letzte auch hat. Oh. Ich hatte gehofft. Wo habe ich denn jetzt meine Schere? Seht ihr die? Da ist er. Falsch weggelegt. Ich muss das ganz ausschneiden mal eben. Und mal gucken, was wir damit machen. Das ist nämlich so ein schönes Stück. Und damit könnte ich eine Tasche machen.
So, das gebe ich jetzt wirklich mal zur Seite. Ich schneide das mal eben ein bisschen passender aus. Konnte das gerade nicht so gerade schneiden. So, das klebe ich auch in mein Postbuch natürlich. Klar, wenn ich schon so was Schönes bekomme, dann soll es auch da rein. Okay. Guck mal, wie süß das gemacht ist. Nett. Wo habe ich mein Postbuch? Bitte schön. Ah. Da werde ich doch bestimmt noch eine kleine Lücke für finden. Weil das jetzt nicht so groß ist. Warte mal, da können wir mal zurückblättern. Da waren viele, viele Lücken, die wir noch füllen müssten. Da könnte auch noch mal was drauf bei Gelegenheit hier. Sollen wir es hier drauf machen direkt? Ist ein bisschen klein, ne? Warte mal, haben wir hier ein bisschen mehr Platz irgendwo? Hm. Können wir das schaffen? Können wir das bitte schön schaffen? Nee, das wird zu eng da. Hier könnte man es gut machen, weil hier ist nur was drin. Ich weiß, dass was drin ist. Genau. Hoppala. Genau, ich glaube, wir versuchen es mal. Das kann ja ruhig ein bisschen überstehen. Das spielt ja keine Rolle. Ich habe ja Platz genug. Die Adresse tun wir dazu. Und ein schönes andersherum natürlich. Mein Gott, manchmal stelle ich mich auch wirklich doof an. So, das habe ich also auch untergebracht. Bitte schön, alles gut. Okay. Die hebe ich mir natürlich auf, die Hülle. Und dann werde ich mich gleich mal in Ruhe in den Garten setzen, wenn ich hier fertig bin. Und werde mal anfangen auszuschneiden. Wunderschön. Also darüber freue ich mich wirklich sehr, weil das habe ich so gesucht. Diese kleinen Labels so mit Schriften. Also am liebsten diese, wisst ihr, so à la Tracy Fox, diese Labels. Ne? Es ist ja nicht, dass ich das nicht bezahlen will. Es ist nur, ich habe keinen Drucker. Okay? Ich will das ja wohl bezahlen und kaufen, aber ich kann das nicht, ich habe keinen Drucker. Und jetzt sagt sie, ich druck dir das aus. Und dann noch auf so schönem dicken Papier, also richtig Cardstock. Ja, wunderbar. Vielen Dank, da habe ich mich jetzt wirklich über beide Briefe sehr, 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 sehr gefreut. Die lege ich zur Seite, das schneide ich gleich aus. So, jetzt muss ich mich mal kurz sammeln. Ich habe noch ein bisschen weitergearbeitet. Ich habe jetzt alle Ecken abgerundet, soweit ich es konnte. Ich sehe gerade hier, eine Ecke steht hier so blöd raus. Ich sage es nur, soweit ich es konnte. Das kann ich aber noch ein bisschen beheben. Und sie sind jetzt alle auf einer Länge. Ja. Dann haben wir hier, das ist vorne, ich muss es nochmal geht's ganz, das ist vorne, das ist hinten, da haben wir unser Dingsbums, unsere Außenhülle, da haben wir unseren Spaß. Ja, also jetzt lacht nicht, aber ich habe den Spine nochmal gemacht. Ist nicht zu fassen, ich weiß es, ja, es ist eine Katastrophe. Nein, ich habe jetzt 7 cm, weil 8 kam mir dann doch übertrieben breit vor. Ich habe jetzt 7 gemacht und ich hoffe, dass wir damit zurechtkommen. So, ich mache mal kurz die Löcher, also deswegen ist das wichtig, dass man das sehr genau alles einzeichnet, damit man auch beim Nähen hinterher einigermaßen zur Rande kommt, ne? Einigermaßen wenigstens. Ja, mein Wagen ist vorhin schon wiedergebracht worden. Ich habe gedacht, er wäre jetzt durch den TÜV, sagte man zwar auch, aber nein. Es ist manchmal doch wie verhext. Man sagt, die Bremse ist wahrscheinlich nicht in Ordnung, die Reifen müssen neu und es ist bestimmt noch alles Mögliche. Aber dann geht man erst zum TÜV, damit ich die TÜV-Gebühren habe und dass der TÜV feststellen kann, da sind erhebliche Mängel. Ich muss also nochmal hin, das ist klar. Und es muss natürlich alles gemacht werden. Hätte man nicht einfach sagen können, wir checken mal einmal den Wagen durch und dann kommen Sie beim nächsten TÜV-Termin und gehen einmal durch den TÜV mit dem Wagen. Nein, jetzt habe ich den Wagen heute Morgen hingebracht. Musste wieder zurückgefahren werden. Ist ja auch ein Aufwand, ne?
Hier ist oben, da ist auch extra ein Pfeil dran, damit ich da richtig bin. Ich erwähne das noch. Ja, und jetzt muss ich also warten, weil jetzt Reifen bestellt werden müssen und, und. Ich suche den Bleistift mal wieder. Wisst ihr Bescheid? Ich suche immer irgendwas. So, und jetzt haben wir hier, ich lege das mal so, ein bisschen auf die Kante, dann kann ich das besser sehen. Ich hoffe, ich gucke mal eben, dass ich gucken kann und ich hoffe, dass ich es euch dann zeigen kann, wie ich es machen wollte. Ich hoffe, ich bin gut in der Kamera. Ich denke ja. Ich kann mich ja jetzt an die Markierung richten. Warte, wir machen das anders hier. Dann brauche ich nicht so rum. So, das ist der kleinste Zwitscher. Und da muss ich mich jetzt kurz hinstellen. Und da brauche ich auch wieder die Brille, weil ich bis zum Tisch nicht gucken kann. Jetzt habe ich meine drei Punkte. Ich schlage mein Buch auf, da wo es noch ein bisschen zu ist. So, versteht ihr, wie ich meine? Ich habe keine Chance, die Punkte zu sehen, oder? Warte mal. Da. Da ist einer. Ich habe das Brett nicht runter. Halt, halt, halt. Ich pieke nämlich da durch. Ah, ich muss mir das mal eben hochholen. Einen Moment, ich sehe es wirklich so schlecht. Da ist der andere. Ja, die ganzen Ecken abrunden ist natürlich ein bisschen Aufwand, ne? Könnt ihr euch wohl vorstellen. Aber es lohnt sich, denke ich. Ich komme genau, wenn ich das so mache, ihr seht das, ich hoffe, dass ich das gut zeigen kann. Ich komme genau hier raus. Ich mache das, das mittlere Loch immer dicker, weil ich da ja einmal rein und raus und wieder zurückkomme. So, ich mache die alle etwas größer. Weil ich ja meistens, ich weiß noch nicht, mit welchem Faden ich nähe. So, ich habe euch das jetzt gezeigt. Die Löcher kommen genau passend an. Ich mache das mal eben mit allen fertig und mache kurz auf Stopp. Ich habe doch vielleicht irgendwie ein bisschen einen Fehler gemacht im Eifer des Gefechts, aber ist egal. Wird sich hoffentlich auch so klappen. Ich habe es versucht, möglichst gerade auf den Tisch zu legen. Hier, wir achten mal auf die Linienführung. Hier habe ich einen Platz dazwischen gelassen. Und ich schnappe mir jetzt mal mein Klebeband und schneide es mir ab, falls ich jemals hier eine Schere finden sollte. Jetzt muss ich mich hinstellen. Jetzt muss der Hund hinter mir weg und jetzt muss ich die Brille absetzen. Ich muss versuchen, ich darf das jetzt nicht verrutschen, ich muss jetzt versuchen, das möglichst gleichmäßig hier aufzulegen. Ruhig mit einer etwas größeren Lücke. Okay, so weit, so gut. Ich hole mir noch einen Streifen Klebeband. Ich steche die Löcher gleich nochmal neu durch. Wir versuchen, liegt es gerade, ja, wir versuchen das gleiche hier. Erstmal so drüber halten. Und fest tackern, hätte ich fast gesagt. Fest ribbeln, rubbeln. Hoffentlich haben wir es gerade hingekriegt. Mal schauen. Es geht, mittelprächtig. Wir knicken das jetzt hier so um. Hier auch. Hier auch. Und hier auch. Sind wir da zu weit rüber gekommen hier? Machen wir es so. Wenn ich ganz so weit rüber komme vielleicht. Wollen wir mal schauen, ob wir es abdecken können mit dem. So gerade. Da müssen wir aufpassen demnächst. Demnächst in diesem Theater müssen wir aufpassen. Okay. Ich muss das jetzt so ein bisschen abpulen hier.
Ja, einmal. Ich glaube, ich habe es schon zweimal. Wir ziehen es jetzt ab. In der Hoffnung, dass es jetzt nicht beim Tisch festhackert an allen Ecken und Enden. Ja, man hat zu wenig Hände selber. Oh, jetzt ist das zusammen. Ich muss hoffen, dass ich es wieder auseinanderkriege. Ach, Hunde, hört auf, hinter mir rumzutackeln. Ihr macht mich ganz nervös. Seht ihr, was passiert ist? Ja, ne? Da ist es auch noch dran. Hier muss ich es abmachen. Hier muss ich es abmachen. Und hier muss ich es abmachen. Und hier. Hier muss ich es auch überall abhaben. Sonst funktioniert es nicht. Eieieiei. So, wie rum gehört der Stoff jetzt? Jetzt muss ich mal eben schauen. Ist ja fast schon mal wieder mal schief gegangen. Ich hätte in der Mitte vielleicht noch kleben sollen. Ach ja, jetzt habe ich es nicht gemacht. Ach Mensch, jetzt habe ich es nicht getan. Aber wir kleben außen. Das soll jetzt hier so drüber gehen. In diesem Falle. Wollen wir mal schauen, ob wir das so hinkriegen, wie ich mir das so vorstelle. Hoffe ich jedenfalls, dass ich so hinkriege, wie ich mir das so vorstelle. Okay. Das haben wir schon mal. Das wäre schon mal der erste Streich. Ich gehe mal eben hier durch die Löcher noch einmal durch. Weil da ist ja jetzt Kleber noch mit dabei. Das ist nicht so einfach, da müssen wir doch noch mal einmal durchstechen. Ja, normalerweise mache ich es auch anders, aber ich tue deswegen jetzt so blöd hier rum, weil ich eigentlich hinten dieses Mal die Fäden nicht sehen wollte. Ich wollte die Fäden verdeckt haben. Nun ja, wir werden sehen, ob wir es schaffen. Wir werden sehen. So, wir haben es gleich. Noch mal einmal durchstechen, bitte schön. Ja. Das klebt, das Teil. Warte mal, ich habe doch hier extra so ein Falzdings. Ich vergewissern, das ist vorne und das ist hinten. Genau, das ist vorne und das ist hinten. Das ist jetzt wichtig, um die Signatures richtig einzunähen. Den Kleber kann ich erst schon mal kurz auf die Seite geben. Das kann ich auch auf die Seite geben schon mal. Wenn ich noch eine Seite hätte, würde ich es gerne darauf geben, aber ich habe keine mehr. So. Wir fangen mal mit dem dritten, mit dem vierten an hinten. Das wäre dann hier. Wir brauchen gleich noch Klebeband. Ach, da ist aber, ja, viele Fäden brauche ich jetzt nicht unbedingt auch noch auf. Und manche heben ja auch inzwischen die Fäden schon auf. Ich muss mal eben die Spitze sauber machen. Die ist ein bisschen verklebert. War sie vorher schon, nur jetzt hat sie endgültig. Endgültig hat sie jetzt einen Klebeaufzug. Aber wir haben es gleich wieder sauber. Einen Moment. Haben wir schon alles ab? Nein, das sieht nur so aus. Das täuscht. So, da haben wir es wieder schön sauber, so wie wir es haben möchten. So. Jetzt muss ich mir mal eben mein Schatünchen raufholen. Bitte schön, wird immer voller, immer voller. Ich kann nichts dafür, es tut mir furchtbar leid. Ich muss ja halt so viel Zeugs haben im Moment. Und dann kommen wieder die Ansagen. Ah, das ist so unhöflich. Dein Tisch ist nicht aufgeräumt. Ich könnte das mal nehmen.
Ja, nehmen wir das. Ist natürlich ein super dünnes Bändchen. Ich traue dem wirklich nicht so ganz furchtbar doll. Ich nehme es doppelt. Ich weiß, dass es nicht reicht. Ich weiß es schon. Suche ich mir eine lange Nadel, wenn ich eine hätte. Wenn ich denn eine hätte. Da ist eine lange Nadel. Es sind viele lange Nadeln. Aber die sind auch sehr dick, die da teilweise. Mal gucken, ob ich es wieder reinbekomme. Oh, jetzt habe ich es verkantet. Da ist eine Nadel und da ist der Faden. Und jetzt sehe ich das wieder nicht. Kann auch schon mal weg. Da ist der Anfang vom Ende. Oh Gott, nee. Ich sehe das wirklich ganz furchtbar schlecht. Das ist ein großes Nadelöhr. Ihr habt vollkommen recht, aber ich bin froh, dass ich es, wenn ich es irgendwie sehen kann. Also ich nehme diesen dünnen Faden jetzt doppelt. Das ist mir einfach zu pisselig sonst. Zu pisselig, gell? So, jetzt sind wir im Nummer 4, steht da drauf. Jetzt gehen wir hier in die Mitte. Na, das fängt schon gut an, wenn sich's hier verhakt. Moment, da muss ich eben die Faden wieder gleichmäßig lang ziehen, denn sonst kann es nicht funktionieren, das Nähen. Ja, es sieht ein bisschen abenteuerlich aus jetzt im Moment, aber immer mit der Ruhe. Wir gehen hier zurück. Wir gehen hier wieder rein. Wäre natürlich schön, wenn wir da die Mitte, die haben wir nicht. Die Mitte haben wir nicht, weil das so klein ist und das wappelt da drinnen rum. Da ist aber ein Loch. Und da gehe ich jetzt hinein. Dann gehen wir nach oben. Ein bisschen schwierig da zu zeigen. Wenn man es noch zeigen will, man hat sonst etwas anders in der Hand. So, wir gehen in das obere Loch. Wir passen mal eben kurz auf, dass wir diese Fädkes hier nicht verlieren. Ich wollte da nämlich nicht gleich nochmal mit anfangen. Ich ziehe mal schon mal etwas stramm. Ich hoffe, dass ich es noch einigermaßen in der Kamera habe. Ich bemühe mich drum. Ich gehe in das hintere, mittlere Loch wieder rein, ohne möglichst durch den Faden durchzustechen. Das passiert sonst immer gerne. Und wir sind in der Mitte wieder da. Jetzt haben wir natürlich viel zu viel Faden. Diesmal war es wirklich etwas übertrieben, mein Fräulein. Na gut, kostet ja nichts, das Zeug. Gott sei Dank kostet es ja nichts, das alte Zeugs. Kann den Faden nicht mal durchschneiden, so. So, jetzt gucken wir nur ganz kurz, ob der einmal vorne und einmal dahinter ist. Ziehen ordentlich stramm und gucken hinten. Seht ihr? Ja, alles gut. Alles gut. Das passt wunderbar. Wir ziehen es ganz doll stramm. Das ist auch wirklich richtig gut. Also ich mache mindestens 3 Knoten. Das ist so ein rutschiges Garn. Machen wir 4. Bei dem dünnen Garn sieht man die Knötkes nicht. Das ist so dünn. So, wir können es erstmal hängen lassen. Wir gucken nochmal, ob wir es auch richtig rum haben. Das war vorne, das ist richtig. Wir sind bei Nummer 4 und das ist hinten. Alles gut. Bis jetzt ist alles okay. Bis jetzt ist es okay im Bad und WC. Okay. So, ich wollte es nur noch mal zeigen. Und die anderen Sachen, die nähe ich jetzt ohne euch ein, ja? Weil das ist doch vielleicht zu langweilig dann. Ich mache das dann so fest, damit ich freie Bahn habe gleich mit dem nächsten Signature. Okay, mit dem nächsten Signature. Ja, wir nehmen 1, 2, 3, 4. Ich denke fast 5 reicht. Ich habe nämlich sehr viel sonst.
Oh je. Ah, ich habe es geschafft, tatsächlich. Tatsächlich, ich habe es geschafft. Langes Fädchen, faules Mädchen. Wisst ihr, kennt ihr den Spruch auch noch. So, ich mache auf Stopp. Wir wollen gucken, ob wir jetzt die Nummer 3 einnähen. Jawohl, das wollen wir. Ich mache kurz auf Stopp. Das haben wir gerade gesehen. Ich mache die anderen 3 noch ein. Und dann zeige ich es euch wieder, ja? Ich habe es eingenäht und habe jetzt auf den Rücken einen doppelseitigen Klebestreifen drauf gemacht. Den ziehe ich jetzt mal eben ab. Hoffentlich gelingt es mir hier. Ja, es gelingt. Und hier kommt jetzt wieder Fabri-Tac zum Einsatz, auf jeden Fall. Fabri-Tac drauf, hier auch daneben, da oben auch, auf jeden Fall, so hier unten auch, da war ich noch nicht richtig. Ja, es muss schon ordentlich überall Fabri-Tac sein. Lieber einmal etwas zu viel gucken und nochmal nachkontrollieren, als es hinterher wieder hochnehmen müssen. Das ist dann ganz, ganz doof, sagen wir mal so. Ich muss mal eben gucken, welche Seite. Ich habe oben mehr ausgefranst als unten. Lalalala, ist nicht so ganz so einfach. Ich lege es locker, 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 locker. Ganz locker, es ist zu lang, aber es ist nicht schlimm. Es ist nicht schlimm, wenn es zu lang ist. Nochmal einmal kann ich es hochnehmen. Dann muss es liegen. Es ist oben zu lang, es ist nicht schlimm. Unten ist es okay. Ich mag das immer, wenn oben so eine Ribbelkante steht. Seht ihr, hier kam das so. Man sieht zwar hier die dünnen Fäden, aber das finde ich jetzt nicht so schlimm. Ich persönlich. Normalerweise habe ich sogar die Fäden außen, also mich stört das nicht so doll. Aber ich habe es jetzt mal in diesem Fall mal nicht. Und muss jetzt nochmal in diese. Einen Moment, ich muss noch mal in die Falz hinein, damit sich der Stoff da richtig rein zwitschert. Da waren wir nämlich noch nicht. So, jetzt müssen wir es wieder aufmachen. Vielleicht besser mit den Fingernägeln noch mal nachgehen. Ja, mit den Fingernägeln geht es besser. So, jetzt wollen wir es noch mal einmal richtig flach hinlegen. Da habe ich mir nämlich genauso vorgestellt, dass es sich dann wieder rauswölbt. Nicht so besonders schön. Ja, hier liegt es gut. Aber hier liegt es nicht so schön. Ich ziehe hier noch ein paar Fäden raus. Das ist zu viel, das ist zu lang. Warte mal, ich will den letzten erwischen. Ist nicht so einfach. So, wollen wir mal schauen. Ja. Ich habe meine Spülmaschine wieder an, da werden sich wieder Leute drüber ärgern, aber es geht manchmal nicht anders. Ich sitze ja in der Küche und tut mir leid, dass es so ist. Es ist, wie es ist, Leute, es ist, wie es ist. So, jetzt können wir es wieder zumachen. So, ich hoffe, es liegt einigermaßen.
Das liegt einigermaßen. Und hier in der Mitte habe ich immer einen kleinen Schmetterling und einen Washi, damit das so ein bisschen, seht ihr, damit das so ein bisschen ordentlich aussieht alles. Ne? Ja, es sind relativ große Lücken zwischen den Dingern, aber das ist mir lieber. Ich habe Lücken zwischen den Dingern. Hier ist der auf der Seite. Als dass ich hinterher das Ding nicht zubekomme. Und hier ist er da hinten. Ja. So. Okay. Da ist noch ein Faden. Also ich wollte jetzt ganz gerne hier auch mit Spitzen arbeiten bei diesem Buch. Und wollte das erst nähen. Dann habe ich mich aber dagegen entschieden und werde die Spitzen einkleben. Aber für heute will ich es gut sein lassen. Das kann jetzt erstmal alles in aller Ruhe hier mal einen Tag lang stehen und trocknen oder einen halben Tag. Und dann geht es auch bald weiter. So, das können wir jetzt tatsächlich mal wegwerfen, brauchen wir nicht mehr. Das war eine schwere Geburt mit dem Spine. Wir haben also jetzt 7 cm und ich denke, das reicht uns aus. Ich habe allerdings auch noch viele Postkarten, die mit rein sollen. So, und dann habe ich mir so ein paar Washis rausgelegt, auch mal so kleine, die ich ja sonst eigentlich nie benutze. Vielleicht kann man sie mal irgendwo für gebrauchen. Ich weiß es selber noch nicht, ganz ehrlich, so dünne. Und nochmal so Farben, die sich vielleicht. Ich habe es nur mal rausgenommen und muss mal gucken. So, das war also der dritte Teil, in dem wir eingenäht haben und alles soweit fertig haben. Wir haben jetzt wirklich sehr, sehr viel Platz im Buch, aber es liegt auch ganz gut. Und ich habe so alte Postkarten und die wollte ich unbedingt gerne mit reinnehmen. Und ich überlege, ob ich das irgendwie einfach auf die Rückseite mache als Gesamtpaket. Die möchte ich nicht einkleben, die sind zu wertvoll für mich. Die sind nämlich noch die erste aus der allerersten Serie, als die verkauft wurden, verlegt wurden. Ich zeige es euch dann, ich habe sie noch nicht rausgenommen. So, für heute sage ich Tschüss. Also ich finde es jetzt schon mal ganz schön bis jetzt. So, das kann jetzt in Ruhe trocknen. Aber wir haben viel Platz, seht ihr? Wir haben sehr, sehr viel Platz und das ist schön. Macht's gut, ich wünsche euch alles Gute, alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr dabei wart. Tschüss.